Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4 Special. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir sind wieder an dem Punkt, dass Flavia weg muss. Wir waren gerade eben schon mal an dem Punkt, dass Flavia weg muss. Das war aber ein Chlorika-Event und nicht ihrs. Diesmal steht kein Stadt-Event dort. Aber wir können direkt nachschauen. Liegt sie hier am Boden? Nein, sie liegt nicht am Boden. Das heißt, es muss ein anderes Event sein. Und ich habe gerade eben nachgeguckt. Ah, es ist das Event. Ja, es ist das Event. Sie läuft direkt hier hin. Yay, sie sind alle hier. Damit ich das richtig verstehe, Flavia. Du hast hier geschlafen, weil Kiel das so wollte. Ja, er hat gesagt, es wäre schön warm. Kiel, wieso hast du ihr vorgeschlagen, vor dem Hotel zu schlafen? Sie wollte wissen, ob ich warme Plätze kenne. Also hast du das Hotel erwähnt? Ja, weil jeder sagt, dass Linfa eine sehr warme Person ist. Ah, verstehe. Es war wohl sehr warm. Das ist Xiaopais Ausdrucksweise. Hihi. auf jeden Fall bist du deinen anderen ein Hindernis, wenn du hier schläfst. Also mach mir das nicht nochmal, okay? Okay, gut. Oh, habt ihr beide schon davon gehört? Wovon denn? Von Bardos brandneuen Ausverkaufsartikel. Er heißt, der Handschuh, der alles greifen kann. Wie kann er im Ausverkauf sein, wenn er brandneu ist? Flavia kann sehr scharfsinnige Beobachtungen anstellen, wenn sie möchte. Ja, die laufen dann nachher dahin. Yay, Leute, wir haben das Flavia erwähnt. Wir können bald heiraten. Ich höre die Hochzeitsglocken schon. Dong, dong, ding, dong. Dong, dong, ding, dong. Hört ihr die Hochzeitsglocken? Ding, dong, dong, dong. Ding, ding, dong, dong. Ding, dong. Ich glaube, wir müssen am nächsten Tag. Am nächsten Tag geht's dann los. Kling, klong, ding, dong. Also ich höre die Hochzeitsglocken. Ich hoffe, ihr hört sie auch. Ich glaube, wir sind bald frisch vermählt. Love is in the air. Da, 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 da. Love is in the air. Da, 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 da. Hoffentlich zumindest. Wer weiß, vielleicht geht doch was schief, aber... Momentan sieht das alles sehr gut aus. Das einzige Problem, was es noch geben könnte, ist, dass die Hochzeit 50 Millionen Gold kostet. Weil so viel Gold habe ich nicht. Abseits davon kann nicht mehr viel schief gehen. So. Also im Internet stand zumindest, das war am nächsten Tag erst zum Schmied soll. Es kann natürlich sein, dass es auch trotzdem jetzt schon geht. Werden wir es gleich ausprobieren. Wir bauen dann doch noch die Goldrübe an, damit wir das einfach abschließen können. Die Anfrage. So. Futter hier rein. Das mit dem Husten, tut mir leid. Ihr müsst bedenken, 90% der Zeit, wo ich huste, mute ich mich. Nur manchmal ist es halt so spontan, dass ich nicht mehr mich muten kann oder weil ich gerade am Controller mit beiden Händen bin, dann kann ich mich nicht immer muten.
So Dinge passieren leider. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Wie gesagt, ich hatte Corona. Ihr wisst, dass es normalerweise nicht so machen ist, dass ich die ganze Zeit im Husten bin, in dem Part. Ich meine, das passiert schon mal, aber meistens nicht so laut und meistens nicht so schleimig, in Anführungszeichen. So schleimig ist es eigentlich nicht, aber es war schon deutlich schlimmer die letzten Tage. Da-d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 a. Ich meine, ich habe sogar Videos aufgenommen, während ich Corona hatte, quasi, also. Oder zumindest die Nachwehen. Alles für euch da draußen, alles für die Fans. Naja, Fans. Ich glaube, ich habe keine Fans. Was okay ist, weil ich meine, das wäre schon irgendwie weird, sich Fans zu wünschen. Aber trotzdem, für euch da draußen mache ich das. Ich meine, ich bin auch heute nicht komplett genesen, aber... Ich bin sehr gut über den Berg. Also ich bin schon im Tal angekommen. Ist auch ein bisschen ruppig der Weg im Tal, aber das war's eigentlich. So. Bam, bam, bam. Stimmt, ich muss auch noch Dingens schneiden, ne? Ich muss Ship Gravecat Simulator noch schneiden. Hatte ich auch versprochen, dass es auch mal wieder kommt. Das habe ich nicht vergessen. Ich habe 20 Minuten geschnitten von einem 30 Minuten Part. Ist halt sehr viel Arbeit, das zu schneiden. Aber jetzt kam Corona dazwischen. Und so habe ich es fast vergessen. Na gut, dass ich mich gerade nochmal dran erinnert habe, wa? Dann kann ich vielleicht mal gucken, weil ich höre gleich so um 8 Uhr auf abends, aber ich gehe auch bald schon schlafen, das ist das Ding, ne? Ich bin ja schon sehr lange wach. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich noch ein bisschen abends. Bisschen Schnibbel. Schnibbel, Schnabbel. Wird schon irgendwie. Oh, wann kommt der Part? Versprochen. Der dritte Part, das ist genau wie mit Rune Factory. Wenn ich sage, dass der dritte Part noch kommt von Ship Graveyard Simulator 2, dann wird der auch kommen. Also definitiv. Und wenn es halt noch 2 Wochen dauert, dann ist das halt so. Aber der wird kommen. 100%ig. So, wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier reingehen können. Und nee, die Sequenz kommt erst am nächsten Tag. Okay, wir haben aber jetzt, glaube ich, alles erledigt, was wichtig ist. Wir wollten noch Dingens, ich wollte noch Dingens anbauen, hier die Goldrübe, genau. Dann machen wir die mal im Winterfeld. Hallo. Da wächst sie halt am besten. Das Wachstum sollte reichen. So, dann kann man schlafen. Gestatten Flavia Watson. Nice. Detektivin Flavia. Jetzt müssen wir nur darauf warten, dass der Laden auf hat. Dann können wir da rein. Da können wir bald Flavia heiraten. Oh mein Gott! Also Flavia zu heiraten wird ja schon wieder eine eigene Quest, glaube ich. Von daher... Wenn ich die Felder verwildern lasse, dann kommen noch meine Tiere raus und sammeln Holz und Stein für mich, oder? Eigentlich voll praktisch. Wenn man das mal so sieht, ne?
So. So, so, so. Ich habe einfach 16 Millionen. Good morning. Good morning. Hast du wirklich Handschuhe, die alles greifen können im Angebot? Einen Moment. Die sind alle hier. Wow, du hast ja einen ganzen Haufen davon übrig. Wem sagst du das? Übrigens sind die hier jetzt Handschuhe, die verschiedene Sachen greifen können. Verschiedene? Ja, ich konnte nicht allzu viele von den Handschuhen, die alles greifen, machen. Oh, das ist schade. Also, was für verschiedene Sachen kann man damit greifen? Dinge wie zum Beispiel heiße Töpfe oder Dinge, die zu kalt zum Halten sind oder Dinge, die so schmutzig sind, dass man sie nicht anfassen möchte. Was unterscheidet die denn von normalen Handschuhen? Also, ich denke, sie unterscheiden sich so, wie der Kunde sich das vorstellt. Möchtest du welche ausprobieren? Kann ich die haben? Klar, wieso nicht? Ich habe ja schließlich eine Menge davon herumliegen. Aber dafür musst du herausfinden, welche Dinge du damit greifen kannst. Okay. Mich? Was unterscheidet die denn von normalen Handschuhen? Es könnte schwierig sein, das herauszufinden. Moment, ich muss mal ganz kurz nochmal ins Internet gucken, wegen was wir jetzt genau machen müssen. So. Ah, okay, I see. Good morning. Ich muss ihr jetzt folgen, wie es aussieht. Good morning. Good morning. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. La 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 la. Das Problem ist, sie laufen jetzt bald in den Wald. Da muss ich mir hier hinterher. Ich habe ein bisschen was zu tun auf dem Feld an. Ich hoffe, dass es jetzt, dass ich vielleicht noch bis 11 oder so Zeit habe. Noch ist Flavia hier. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht am nächsten Tag erst passiert dann. Oder ob ich einfach zum Wald laufen soll. Ich meine, es geht, glaube ich, um den Wald hier vorne, ne? Ja. Ja, scheint aber nicht hier zu sein. Vielleicht erst am nächsten Tag. Weil, wenn nicht das erste Mal, dass wir erst etwas am nächsten Tag dann machen können. Nur mich darauf verlassen möchte ich ungern, deswegen speichere ich vorher einmal ab.
go. Okay. Event ist noch aktiv, das ist schon mal gut. Yes. So. I did it. So, dann tun wir das Futter schnell in die Futterkiste. Weil wir haben jetzt wirklich viel Futter mittlerweile, ne? Fast 1000 jetzt. So, dann schauen wir mal kurz. Sie ist noch hier. Heute liegt wieder einmal der Duft eines Rätsels in der Luft. Wo kommt der nur her? Von überall. Es gibt immer irgendwo einen Fall. Aber die richtigen Hinweise scheinen niemals greifbar zu sein. Oh, in dem Fall könnten die hier dir vielleicht helfen. Ha? Tada, Handschuhe, die verschiedene Dinge greifen können. Was für Dinge denn? Verschiedene. Kann man alles damit greifen? Man kann damit manche Dinge greifen und andere wiederum nicht. Wie auch immer. Also dann, wieso schnappst du dir nicht einen Hinweis für mich? Alles klar, Holmes. Ausgezeichnet, lass uns direkt zum Jokmir-Wald gehen. Wieso denn dorthin? Ich habe das Gefühl, dass es dort ein Rätsel zu lösen gibt. Wir sind beide zum Jokmir-Wald aufgebrochen. Ich hoffe, das geht gut. Nein, das geht natürlich nicht gut. Wir müssen da hin, Flavia! Wo ist sie denn jetzt hin? Ah, Potato, weißt du, wo Flavia steckt? Nein, keine Ahnung. Oh. Könntest du mir bei der Suche helfen? Klar. Danke, lass uns tiefer in den Wald hineingehen. Flavia, was geht denn hier vor sich? Ich habe mit den Handschuhen nach dem Schwanz eines Küffels gegriffen. Er ist wirklich wütend geworden. Also in dem Fall war das eine schlechte Idee. Juhu! Lasst Flavia in Ruhe! Bam! Puh. Schatz, geht's dir gut? Meine Güte, ist alles in Ordnung? Haben Sie sich doch wirklich nicht verletzt? Es geht mir gut. Entschuldigung, ich wollte keine Probleme machen. Puh, das war trotzdem eine wirklich beeindruckende Ermittlung, kleine Assistentin. Wirklich? Weil du den Klüffelschwanz gepackt hast, konnten wir den Fall lösen. Wegen mir? Ja genau, dank dir konnten wir den Fall der vermissten Flavia lösen. ich bin nicht so sicher, ob das den Fall nun gelöst oder überhaupt erst ins Rollen gebracht hat.
Ohne die Handschuhe hätte ich den Schwanz nicht packen können. Wirklich? Und wenn du das nicht getan hättest, wäre das alles nie passiert. Das bedeutet, ich habe am Ende bekommen, was ich verdient habe. Wie auch immer. Ember, kannst du mir etwas versprechen? Lustig ist, dass der falsche Name steht. Der ist doch Flavia. Was? Schleich dich nicht mehr davon, um ganz alleine gefährliche Dinge zu tun, okay? Wenn du denkst, dass du in Schwierigkeiten bist, lass es mich sofort wissen. Verstanden? Ja. Toll. Gehen wir nach Hause. Oh ja, Liebling. Ha? Danke, du hast wirklich cool ausgesehen. Gern geschehen. Weißt du, ich frage mich, wie es für Bardo gelaufen ist. Du weißt schon, die ganzen Handschuhe aus Verkaufsgeschichte. Ich denke, es ist wahrscheinlich so gelaufen wie immer. Wie immer? Ja, du hast es vorhin doch selbst gesagt. Das habe ich. Er hat bekommen, was er verdient. Also ich hatte heute keinen einzigen Kunden. Wieder mal. Und ich dachte, die Handschuhe, die verschiedene Dinge greifen können, würden mich retten. Es ist anscheinend nicht so einfach, die Aufmerksamkeit der Kunden zu greifen. Apropos Handschuhe, ich habe jetzt einen Haufen davon übrig. Yay! Ihr wisst, was das heißt, ne? Ja. Für den Fall, dass ihr euch nicht daran erinnert, was das heißt, wir können jetzt Flavia heiraten. La 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 la. Wir heiraten bald Flavia. Das wird eine Traumhochzeit. Wie die Kirchenglocken klingen werden, oh ja. Bei unserer schönen Hochzeit. So. Okay. Dann bleibt uns nur eine Sache übrig zu tun. Wir gehen zu Flavia und geben ihr einen Verlobungsring. Hat die wer hier? Da. Vor deinen Freunden, ist mir egal. Es ist soweit. Oh, ich weiß, was das ist. Ein Ehering, stimmt's? Moment mal, ich kann das nicht annehmen. Was? 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 Was fehlt denn jetzt noch? Wir waren auf 3 Dates. Vielleicht müssen wir noch eine Nacht schlafen. Das kann durchaus sein. Oh, Arthur ist nicht da. Schade. Hallo. Nur um sicher zu gehen, dass ich hier nicht irgendwie Schwachsinn laber. Ich guck gerade nochmal ganz kurz nach. Ember Marriage. Ember Marriage. Rune Factory 4. Ah, okay. Es gibt noch ein Event, was wir mit Ember machen müssen. Scheinbar.
Aber eins, was man halt erst freischaltet, wenn man das erste gemacht hat. Und dabei geht es dann, glaube ich, um. Ich weiß es nicht genau. Marriage. Friendship Level 10 haben wir. Drei Dates haben wir. Doppelbett haben wir. Okay, wir brauchen einen Ring, den haben wir. Okay. Dann gucken wir mal nach Ember nochmal hier rein. Ist das Marriage Event, heißt das? Okay. Interessant. Also es ist dann vermutlich das Event, was die Hochzeit freischaltet. Deswegen heißt das so, ne? Nehme ich mal an. Also deswegen nennen die das so. Weil es hat ja keinen Namen. Das Spiel hat ja keinen. Das Spiel sagt ja nicht, so heißt das Quest, ne? Versteht ihr? Das sagt das Spiel ja nicht. Das ist ja das, was Fans, wie Fans das halt nennen, das Event. Und das heißt, wir müssen jetzt gleich nochmal das gleiche wie vorher machen. Die Frage ist, haben wir gerade 2 Tage vor uns, wo kein Fest ist? Ja, haben wir. Das heißt, wir können Ember wieder mitnehmen und können das gleiche nochmal machen. Normal, normal! Weil es so schön war. Ich versuche die Wolkenwächter dabei zu treiben. Wie gut das riecht. Die Blumen? Nein. Du. Oh, wie süß. So. Ich meine, wir können ja mal einfach ein paar Mal versuchen. Innerhalb des Parts. Ich meine, ich mach keinen Hehl daraus, wie wir das versuchen. Oder wie ich das mache. Das ist ja kein Geheimnis. Ist noch da. Rune Factory 4. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant zu sehen, wie das geht. Ich meine, das ist vom Spiel nicht so gewollt, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist vom Spiel sicherlich nicht gewollt, dass man das macht, sonst würde es auch nicht abstürzen davon. Wenn man das macht. So, Rune Factory 4 Special. Wieder neu starten. Rune Factory 4. Es kann natürlich sein, dass wieder ein Tag ist, wo kein Event spawnen kann, ne? Warum auch immer. Ups. It's Room Factory 4. I've been waiting for you. Okay, ich glaube, das Event kann gerade nicht spawnen. Hello.
Rune Factory 4. Es gibt ja noch ein Ding, bei dem Flavia involviert ist. Und das müsst ihr auch spawnen, also mit der Wahrscheinlichkeit. Deswegen nehme ich an, dass es gerade nicht spawnen kann. Aber ich versuche zwischen den Parts nochmal ein bisschen weiter. Wir sehen uns auch wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!